Guten Morgen. Jetzt möchten wir euch mal zeigen, was wir hier so tun. Wir sind in Hainovka. Es ist Sonntagmorgen. Es ist noch relativ kühl. Und ein Morgen im Juli. Und ich nehme euch mal mit rein und würde euch gerne mal unser neues Projekt vorstellen. Kommt mal mit. So, jetzt sind wir im Tierheim. Hier seht ihr schon. Einmal zumachen, dass keiner ausbricht. So. Unser neues Projekt sind die Dächer. Wir haben schon ganz viel hier geschafft, seit wir dabei sind. Der Boden ist neu, die Käfige sind neu, dank eines großzügigen Spenders. Und jetzt haben wir unser nächstes Projekt, das sind die Dächer. Kommt mal mit, ich zeige euch. Hier haben wir ganz viele liebe Hunde, ca. 200, je nachdem. Und die haben das Problem aktuell, dass sie zwar Käfige haben, aber keine Dächer. An so einem schönen Morgen wie heute ist es egal, aber wenn es regnet und gerade für die Sorten mit langem Fell ist es sehr fatal, denn sie werden krank, weil sie nie wirklich trocken werden. Damit es auch von oben einen Schutz gegen Sonne und auch gegen Regen natürlich gibt im Winter, wenn es eisig ist. Wir gehen nochmal durch, dann habt ihr einen besseren Eindruck. Hier sieht man es schon, hier steht ganz viel Wasser und es ist jetzt heute trocken. Wir haben Juli, aber wenn es hier wirklich regnet und Schnee hat, ist es wirklich fatal. Ganz herzlich um Spenden. Das Gute ist in Polen, dass die Arbeitsstunde ein bisschen weniger kostet und auch das Material. Wenn ihr ein paar Euro über habt, würden wir das hier gerne investieren. Herzlichen Dank, auf bald!